Einen schönen guten Tag, wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Mond ist bis ungefähr 5:30 abends in den Zwillingen und dann der Wechsel in den Krebs. Also 5:30 abends wechselt der Mond in den familiären Krebs. Da wird es, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Wir haben am heutigen Tag mit Merkur in Verbindung oder Sextil zu Saturn eine sehr, ich sage jetzt mal, konzentrierte Arbeitsweise, aber auch Diskussion, Kommunikation. Also man weiß genau, was man will, man kann das umsetzen und vom 7. bis zum 9. April sind Verhandlungen mit Mars auch noch unterstützt. Jupiter und Neptun, die suchen nach Antworten zwischen dem 7. und 17. April. Das bedeutet, man hat sehr viel Sensitivität für das, was geschieht, und man überlegt, wie man das in sein eigenes Leben und in die Realität umsetzen kann, beziehungsweise wie man das mit dieser Realität erklären kann. Man sollte das auf jeden Fall nutzen. Das ist also vom 7. bis 17. April. Viel Erfolg! Wir schauen, was die Karten sagen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 7. April 2022. Sonne im Widder, Mond in den Zwillingen bis etwa 5:30. Dann wechselt der Mond in den gefühlvollen familiären Krebs. Dann haben wir natürlich Merkur und Saturn, die beide dafür sorgen, dass man eben auch sich auf Dinge konzentriert, mit Mars eben auch gut verhandeln kann zum Beispiel. Ab heute bis 17. April haben wir Jupiter und Neptun, die sich verbinden. So, jetzt haben wir, ich sage jetzt mal, Jupiter den Expansionsplaneten und Neptun den Vernebler, den Träumer, den ja, Phantasten könnte man sagen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Widder am heutigen Donnerstag allgemein haben. Rat des Schicksals, hört sich ja schon mal gut an. Dann haben wir die Kommunikation, sehr gut. Und die Königin der Stäbe. Also ich denke, dass du, ich sag mal, mit dem Rat des Schicksals im Rücken vielleicht nicht sofort etwas spürst an Veränderung oder Verbesserung, aber du kommunizierst sehr positiv, sehr konstruktiv, denke ich, und offen. Und wir haben die Neun der Kelche. Das klingt doch schon mal hervorragend. Das ist Wunscherfüllung. Und Wunscherfüllung bedeutet, dass man Dinge wahr machen kann. Man kann klug argumentieren, man kommt gescheit rüber, man kann das eben gut verpacken auch. Und im Hintergrund arbeitet das Rad des Schicksals für dich und sorgt dafür, dass die richtigen Strippen gezogen werden. Oder vielleicht auch, dass du auf die richtigen Leute triffst oder die richtigen Menschen auch, ich sag mal, beeindruckst, ja. Also das ist eine sehr schöne Energie zum heutigen Tag, also was du dir heute vorgenommen hast oder wo du irgendwelche Dinge vorstellen, präsentieren, verkaufen möchtest, wie auch immer. Das kann privat wie beruflich sein, ja. Es kann auch sein, dass du privat etwas sehr positiv rüberbringen möchtest. Das steht heute unter einem ganz besonderen Stern und da solltest du dich natürlich drum bemühen. Also sehr tolle Energie, nutze sie, hab einen schönen Tag und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 7. April 2022. Die Sonne ist weiterhin im Widder, der Mond im etwas unruhigen Zwilling bis etwa 5:30 gegen Abend. Dann kommt nämlich der Krebsmond. Das macht ein bisschen familiärer, vielleicht auch ein bisschen ja, zutraulicher oder ich sage jetzt mal privater. Ja? Und dann haben wir natürlich heute auch mit Mars eine kluge, clevere Inspiration, ebenso wie Merkur und Saturn. Also da lässt sich einiges umsetzen. Zudem beginnt heute bis zum 17. April Jupiter- und Neptun-Verbindung, was den, ja, ich sag mal, sinnlichen Bereich, den du als Stier natürlich auch vertrittst, anspricht. Und man möchte ein bisschen mehr genießen, expansiver. Man hat Fantasien, die man umsetzen möchte. Mit Neptun muss man immer nur aufpassen, dass man eben nicht die Realität verliert. Aber da mache ich mir bei dir als Erdenergie keine Sorgen. Schauen wir uns an, was wir heute am Donnerstag für den Stier allgemein haben. Kleine Schritte, es geht langsam voran.
Wir haben 10 der Kelche im Gefühlsbereich, sehr schön. Und wir haben Nostalgie. Also das kann, wie gesagt, eine langfristige Beziehung sein, ja, wo sehr viel Gefühl drin ist. Man geht es langsam an oder es geht darum, zum Beispiel aus der Vergangenheit Dinge wieder zu beleben, zu verändern. Vielleicht wieder, man erinnert sich an etwas Schönes vielleicht. Und wir haben die 9 der Stäbe. 9 der Stäbe ist so ein bisschen, ich verausgabe mich daran. Da muss man natürlich aufpassen, dass man zum Beispiel nicht zu idealistisch in die Vergangenheit schaut. Ja? Und bei so viel Gefühl kann das natürlich vorkommen. Und da sollte man sich sehr vorsichtig rantasten. Ich denke mal, es geht darum, dass man sich einig ist oder dass man die Vergangenheit auf der einen Seite realistisch, aber auch positiv sieht und dass man aber natürlich nicht in Nostalgie versinkt, dass man immer sagt, das war alles besser und ne, sondern dass man sich auch jetzt bewusst wird, was man hat, was man damit anfängt und dass man sich nicht nur an der Vergangenheit abarbeitet, ja? Genieße den Augenblick, da kommen auch noch sicher einige schöne Momente hinzu. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Zwilling. Wir sind bei Donnerstag, dem 7. April 2022. Die Sonne befindet sich im feurigen Widder, der Mond in deinem Zeichen bis heute 5:30 abends. Dann wechselt der Mond in den familiären, gefühlvollen Krebs. Das ist eine ganz andere Energie, aber es kommt ein bisschen Ruhe rein. Wir haben zudem clevere Energien mit Mars und schöne Energien zwischen Merkur und Saturn. Das heißt, man kommt gut voran mit dem, was man anstrebt. Was Neues ist jetzt die Energie von Jupiter und Neptun. Wir wissen, Jupiter ist der Expansionsplanet und Neptun, der große Fantasie und Kreativität schürt. Du als Zwilling solltest hierbei nur aufpassen, dass du nicht den Bezug zur Realität verlierst oder dir selbst einfach zu viel zutraust. Ja? Das geht vom 7. bis zum 17. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir heute am 8. für den Zwilling haben. Wir haben den Ritter der Kelche. Ritter der Kelche ist eine liebevolle, entgegenkommende, hilfsbereite Art. Wir haben die 9 der Schwerter. Man spricht darüber, vielleicht wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Wir haben die 8 der Schwerter und man findet keine Lösung. Kann ja mal sein. Man sucht nach einer vielleicht Hilfestellung oder möchte diese bieten. Man spricht darüber, aber man hat nicht so wirklich einen Plan. Und das betrübt ein wenig. Ja? Der Mond ist ja wieder das Verborgene. Das Gefühl hinter dem, was man eigentlich so wirklich wahrhaben möchte. Ja? Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn man sich keinen Rat weiß. Weil wenn man nicht weiter weiß, fragt man um Rat und sucht nach Alternativen. Und diese Alternativen könnten besser sein als das, was dir vielleicht persönlich eingefallen ist. Mit dem Mond sehe ich auch ein Stück weit Neptun da drin. Also solltest du auf jeden Fall nicht irgendeine zweitklassige Lösung suchen, sondern dich tatsächlich darum bemühen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und eben auch keine Fantastereien damit reinzubeziehen oder irgendwas auszuprobieren. Ich denke, es geht darum, mit der liebevollen Energie darüber zu sprechen, sich auch klarzumachen, wo die eigenen Grenzen liegen und dann einfach auch schauen, wen können wir um Rat fragen, wie könnte es weitergehen und wer könnte helfen. Keine schlechte Energie, liebe Zwillinge, und ja, viel Erfolg. Bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022. Sonne im feurigen Widder, Mond bis etwa 5:30 abends im ja kommunikativen und vielseitigen Zwilling. Dann wechselt der Mond in dein Sternzeichen, lieber Krebs. Das ist familiär, ruhig, schön, Zweisamkeit oder familiär. Das wird dir gefallen. Wir haben auch eine schöne Energie mit Mars. Wir haben eine schöne Energie mit Merkur und Saturn. Man kann konzentriert und effektiv arbeiten. Man kann Dinge gut kommunikativ rüberbringen. Das ist ganz schön. Zudem haben wir dann ab heute bis zum 17. April die Verbindung Jupiter und Neptun. Und beide stehen in den Fischen und unterstützen dich natürlich nach Kräften. Das bedeutet aber, man sollte natürlich nicht Luftschlösser bauen. Man sollte schon nach der Realität schauen. Und deswegen finde ich auch Saturn, Merkur ganz gut, dass man eben auf dem Teppich bleibt
und sich nicht an irgendwelche Wolkenkuckucksheime hängt. Aber wir schauen mal, was wir am heutigen Donnerstag für den Krebs haben. Da ist auch die Wassermann-Energie der Heilung. Das ist sehr schön mit dem Stern. Da haben wir die Jungfrau-Energie, nach innen gehen, in sich klären, in sich schauen, wo will ich hin, was benötigt Heilung, wo muss ich was tun. Und dann haben wir das Team, die Zusammenarbeit mit anderen, gemeinschaftlich im Team oder in der Familie. Also ich denke mal, dass du eine Innenschau betreibst, also auch schaust, was du möchtest, wo du hin möchtest, ja. Und mit dem Team, mit den Leuten, die dir zur Seite stehen, kannst du eben auch viel erreichen. Heilung tut vielleicht Not in Dingen, die du vielleicht für dich behalten hast oder wo du noch keine Änderung vorgenommen hast. Wir haben den König der Stäbe, da haben wir vielleicht auch die Widderenergie der Durchsetzungskraft. Das bedeutet, du gehst nach vorn. Du kannst die Dinge gut rüberbringen, liebevolle Energie. Du kannst deine Fantasien, deine Vorschläge, deine Kreativität nach außen bringen und ich denke auch gemeinschaftlich mit den Leuten, die dir nahestehen, umsetzen. Das ist eine sehr schöne Energie und die geht ja auch noch bis zum 17. April. Ich wünsche dir einen schönen, liebevollen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, dem 7. April 2022. Die Sonne im Widder, der Mond in den Zwillingen, das hatten wir ja gestern auch. Der Mond wechselt jedoch in den Krebs gegen 5:30 Uhr abends. Da wird es familiärer, kuscheliger, inniger. Vielleicht Zweisamkeit, kann sein. Wir haben am heutigen Tag eben auch eine tolle Energie von Mars und auch eine Verbindung von Merkur zu Saturn. Man kann sehr clever und sehr konzentriert an den Zielen arbeiten. Das ist wunderbar. Hinzu kommt noch die Energie von Jupiter und Neptun, die sich verbinden, und zwar vom 7. bis zum 17. April. Das bedeutet Jupiter, Expansion und natürlich Neptun und beides in den Fischen, sehr gefühlvoll und eben auch sehr, naja, sagen wir fantasievoll. Da muss man aufpassen, dass man die Bodenhaftung nicht verliert und dass man nicht zu idealistisch an die Dinge rangeht. Was haben wir jetzt heute am Donnerstag für den Löwen? Eigenliebe, Ass der Kelche, sich um sich selbst kümmern. Wo geht's mir gut, wo geht's mir nicht gut? Wie rede ich gedanklich mit mir? Was kann ich tun, um mich selbst ein Stück weit aufzubauen? Wir haben den Stern, da ist die Heilung, Wassermann-Energie. Der Mars ist im Wassermann im Übrigen. Ja? Und ich denke, es geht darum, eine Richtschnur zu finden, eine Linie, wo man sich gesundheitlich, körperlich, seelisch eben besser fühlt. Keine schlechte Idee. Der Turm, Hürden überwinden, Nischen schaffen, sich vielleicht auch von Dingen befreien oder Platz schaffen einfach. Vielleicht auch ausmisten, könnte man auch sagen. Wir haben die 5 der Kelche. Und die 5 der Kelche ist ja auch, wenn man zu sehr dem Negativen zugeneigt ist, sich rumzudrehen und sich den 2 der Kelche zuzuneigen. Und dazu muss das eigene Ass der Kelche natürlich befüllt sein. Also da bist du in einem Heilungsprozess. Lasse diesen zu. Fühle, was dir fehlt, was du brauchst, wo du hin willst und was du tun kannst. Im Zweifelsfall, dann solltest du um Unterstützung bitten oder jemanden fragen, was er oder sie davon hält. Und ich denke, dass du auf einem sehr schönen Weg bist. Du solltest eben ein bisschen mehr Eigenliebe und Eigenfürsorge betreiben. Ich wünsche dir gutes Gelingen und sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, Durchsetzungskraft, ja, wunderbar. Dann haben wir den Mond in den Zwillingen. Da hatten wir gestern schon die heftigen Diskussionen, die auftreten können, aber auch Spaß machen können. Der Mond wechselt aber um 5:30 in den familiären, kuscheligen Krebs, also sehr fürsorglich, sehr familiär. Das ist auch schön. Dann haben wir tolle Energien von Mars. Wir haben tolle Energien von Merkur im Zusammenspiel mit Saturn und die sorgen dafür, dass man clever und konzentriert an den Zielen arbeiten kann. Das beflügelt dich als Jungfrau natürlich auch. Und wir haben ganz neu vom 7. bis zum 17. April Jupiter und Neptun, die sich verbinden. Da wird Kreativität groß geschrieben, da möchte man expandieren, seinen Fantasien, ich sag mal, Raum geben oder sie realisieren.
Nur mit Neptun ist es so eine Sache, du hast da auch manchmal ein bisschen drunter zu leiden als Jungfrau, dass er dir auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen die Laune verhagelt, ja. Und mit Jupiter, beides ist ja auch noch in den Fischen, Jupiter und Neptun. Und da ist eben, wie gesagt, so ein bisschen Augenwischerei und Illusion drin. Schön aufpassen. Was haben wir jetzt für die Jungfrau? Wir haben die Königin der Stäbe. Da ist die Energie des Widders, vielleicht auch mit Optimismus an die Dinge rangehen, sich drum kümmern. Wir haben den Mond, auch der kommt bei dir vor. Da werden ein paar Dinge aufgedeckt, die du gerne im hintersten Eckchen verborgen hättest, ja? Und wir haben den König der Kelche, das bedeutet, kümmere dich darum. Wenn du plötzlich aus unerfindlichen Gründen schlechte Laune hast, dich schlecht fühlst, in irgendeiner Form, dann hat das einen Grund, mindestens einen. Und es gilt, mit Optimismus und liebevoller Energie daran zu gehen. Auch wenn es schwierige Themen sind, wenn irgendwas aufkommt, wo du merkst, boah, jetzt bin ich aber richtig mies drauf oder so. Der Eremit, deine Karte, sagt dir auch, kümmere dich darum, geh in dein Innerstes, finde heraus, was dich belastet, was dich vielleicht auch schon länger begleitet. Da sind wir wieder beim Thema Schattenseiten. Sei fürsorglich, verliere aber dein Ziel nicht aus den Augen. Ne? Mit dem König der Kelche gehst du natürlich deiner Routine nach und trotzdem kümmerst du dich um deine Gefühlswelt. Das klappt jetzt in dieser sehr, ich sag mal, fischebestimmten Zeit ausgesprochen gut. Also nimm dir die Zeit dafür. Es lohnt sich, da ein paar Altlasten loszuwerden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 7. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Mond im etwas, ja, sagen wir mal, kommunikativen und vielseitigen Zwilling. Das wechselt jedoch gegen 5:30. Dann geht der Mond in den familiären, liebevollen, fürsorglichen Krebs. Da wird es eigentlich im Gang insgesamt ein bisschen ruhiger, ein bisschen familiärer. Wir haben aber tolle Energien mit Mars. Wir haben tolle Energien mit Merkur und Saturn. Man kann konzentriert und clever an Dingen arbeiten, auch Dinge gut rüberbringen. Und ab heute haben wir bis zum 17. April Jupiter und Neptun in Verbindung. Da kann einiges geschehen. Ich sage jetzt mal, beides ist in den Fischen und das ist sehr gefühlvoll. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich und anderen nichts vormacht oder vorgemacht bekommt. Ja, Expansion ist schön und gut, aber bitte immer im Rahmen auf Realität prüfen. So, schauen wir uns jetzt an, was wir für die liebe Waage am heutigen Donnerstag haben. Allgemein natürlich. 10 der Kelche, überschäumende Gefühle. Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Und das Ass der Stäbe, ein Neubeginn in Leidenschaft. Also, ich denke mal, dass du heute möglicherweise von vielen Dingen überflutet wirst, ja, dass du gar nicht weißt, wie dir geschieht. 10 der Kelche, 10 der Münzen, kann partnerschaftlich natürlich ein toller Tag sein, ein leidenschaftlicher Neubeginn, ein Gewinn oder irgendwas ist ganz toll, du bist total begeistert und voller Liebe. Das klingt ja schon mal sehr gut, ne? Und das Gericht, das ist eben diese Karte, die dafür sorgt, dass du dich an die Fakten hältst, dass du dich nicht mitschleifen lässt oder wegtragen lässt von diesen überschäumenden Gefühlen, die ich dir von Herzen gönne, ja. Aber es geht darum, realistisch zu bleiben und möglichst nichts da hinein zu interpretieren, was vielleicht gar nicht da ist. Behalte deine Füße immer auf dem harten Boden. Schau nach, das Gericht bedeutet ja, ich mache mir ein richtiges Urteil nach Faktenlage und nicht nach Wunschdenken. Ja? Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dann gibt es kein böses Erwachen. Und das wünsche ich dir nämlich auch, dass das eben genau so bleibt, wie das heute aussieht. Ich wünsche dir viel Erfolg, gutes Gelingen und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022. Sonne im feurigen Widder. Mond im, ja, ich sag jetzt mal, kommunikativen und vielseitigen Zwilling.
Das wechselt aber gegen 5:30 abends in den Krebs. Das ist natürlich für dich als Skorpion wunderschön. Sehr familiär, sehr liebevoll, sehr ja, viel Zweisamkeit vielleicht auch oder eben mit der Familie. Zudem haben wir Mars günstig, wir haben Merkur im Zusammenspiel mit Saturn günstig. Das heißt, auf der einen Seite kannst du clever argumentieren, auf der anderen Seite kannst du eben auch konzentriert an den Dingen, die du erreichen willst, arbeiten. Dann haben wir die Verbindung von Jupiter und Neptun, beide in den Fischen. Von heute an bis zum 17. April, da haben wir Expansionsgedanken, da haben wir Mitgefühl, da haben wir auch, ich sag jetzt mal, ja, Träume, Gefühle, die überschwappen. Und das ist für dich als Wasserzeichen natürlich sehr schön. Man muss nur immer die Bodenhaftung behalten, ja. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man ein bisschen euphorisch wird. Ich bin gespannt, was wir heute allgemein für den Skorpion so haben. Obsession, da ist schon die Übertreibung, okay. Dann haben wir den König der Stäbe, das ist die Feuerenergie des Widders, denke ich mal. Und da haben wir das Ass der Kelche, ein überschäumender Kelch der Liebe. Das kann die Liebe, die du für dich selbst hast, bedeuten. Es kann die Leidenschaft sein, die du für etwas oder jemanden hast. Liebe ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal, zwischen zwei Menschen, sondern auch zu den Dingen, die du gerne tust, zu deinem Erfolg, deiner Karriere, deinem Hobby, ja, deinem Talent. Und deswegen ist wichtig, dass du mit der Obsession eben versuchst, das in ein gesundes Maß zu bringen. Also nicht überreagierst, euphorisch wirst, ne, abhebst. Denn wir haben die 8 der Münzen. Es gilt, an etwas zu arbeiten oder mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Du kannst viel erreichen, du kannst expandieren. Vielleicht geht es auch darum, diese Gefühle eben nicht überbordend einfach ausbrechen zu lassen, sondern sie, ich sag mal, in liebevollen Etappen abzugeben oder zu empfinden oder vielleicht auch Gefühle zu äußern einer Sache oder einer Person gegenüber, dass man da nicht den anderen oder die Person da vielleicht ja total überrennt, ja. Also das ist jetzt einfach so dieser Gefühlsausbruch, ja, der einen anderen natürlich erstmal auch schockieren kann. Ich finde es toll, wenn du so großartige Gefühle hast, nur versuche das in ein adäquates Maß zu bringen. Und du hast ja noch Zeit bis zum 17. das auszuleben ohne Ende. Freu dich drüber und bleib auf dem Teppich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022. Sonne im Widder hat dich die ganze Zeit schon unterstützt und tut das auch weiter. Der Mond befindet sich im kreativen und kommunikativen Zwilling, ja, und der wechselt aber der Mond in den Krebs ab etwa 5:30 heute Abend und dann wird es familiärer, ruhiger, aber auch kuscheliger. Dann haben wir tolle Energien mit Mars. Wir haben schöne Energien zwischen Merkur und Saturn. Das heißt, man kann clever vorgehen, man kann sich konzentrieren, man ist dabei. Hinzu kommt dann auch noch die Verbindung Jupiter und Neptun von heute an bis zum 17. April 2022. Nun, mein lieber Schütze, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass du oder beziehungsweise dein Sternzeichen mit Fische das ein oder andere Mal im Quadrat zu finden ist. Jetzt hast du Jupiter in den Fischen, Neptun in den Fischen und ja, dann haben wir auch noch Merkur in den Fischen. Also ich denke mal, wir schauen mal, was da los ist. Jupiter ist ja dein Heimatplanet, sag ich mal. Und Expansion ist wunderbar. Gefühle sind auch natürlich da. Es gilt, sich vor Täuschungen in Acht zu nehmen und auch vor, ich sag jetzt mal, ich nenne das mal Launen, ja, die aufkommen können mit Jupiter, die du dir erstmal nicht erklären kannst. Schauen wir uns erstmal an, wie das heute am Donnerstag aussieht, allgemein für die Schützen. Ein Neubeginn, wow, unbelastet und frei. Der König der Münzen, Stabilität und Sicherheit und das Abwägen. Okay, okay, okay. Das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus, dass man ein Neubeginn hinbekommt. Das ist ja Expansion. Wir haben Stabilität und Sicherheit, damit haben wir die Erdverbindung. Damit heben wir nicht ab und das Abwägen. Was mache ich jetzt? Wie mache ich es jetzt? Ja? Und Prioritäten setzen ist ja ganz wichtig, gerade auch mit der Erdenergie. Ich glaube, das kriegst du hin. Du sollst dich nur nicht von diesen euphorischen Gefühlen, genau wie alle anderen, davontragen lassen, wenn so irgendwas passiert. Denn die Gefahr der Täuschung ist groß
Und natürlich auch, dass man sich was vormacht oder irgendwas hineininterpretiert, was nicht so richtig ist. Wir haben die Wassermann-Energie, da ist auch der Mars drin gerade. Und das bedeutet Heilung. Es bedeutet runterkommen, sich um sich kümmern. Mit der Erdenergie haben wir auch eine etwas pragmatische, ruhige Energie. Also bitte nicht voranstürmen, sondern schön langsam machen. Und bevor du etwas machst, klärst du bitte die Prioritäten ab. Was ist zuerst zu tun, dann das und das, ne? Du hast die Möglichkeit, das in Verbindung mit dieser schönen Erdenergie zu wuppen und dann auch deinen Neuanfang hinzubekommen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Halte dich nur, wie gesagt, daran, dass jetzt bis zum 17. Neptun eben auch Einfluss auf dein Befinden hat, auf deine Gefühle und versuche zu ergründen, ob das jetzt tatsächlich der Situation geschuldet ist oder ob Neptun dir einen Streich spielt. Das ist nur ein Tipp von mir. Das ist so ähnlich wie bei der Jungfrau auch. Die hat nämlich auch darunter zu leiden. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022. Sonne im feurigen Widder. Der Mond im kreativen, kommunikativen und vielseitigen Zwilling bis etwa 5:30. Dann wechselt der Mond in den Krebs, 5:30 abends. Das ist auch für dich eine Zeit der Ruhe, Relax, ja, mit der Familie, mit den lieben Menschen zusammen sein. So, wir haben tolle Energien von Mars ausgehend. Wir haben eine tolle Energie zwischen Merkur und Saturn, die dafür sorgen, dass man konzentriert und adäquat arbeiten kann und dass man Dinge kommunikativ gut rüberbringt. Das ist schön. Zudem haben wir ab heute bis zum 17. April Jupiter und Neptun in Verbindung, in Konjunktion. Und das bedeutet eben auch, dass man ja sehr sensitiv ist, weil alles steht sozusagen eben in den Fischen. Und ich denke, dass man als Steinbock zum Beispiel da auch sehr, ja, feinfühlig wird, seine Intuition viel mehr spürt. Das solltest du natürlich für dich nutzen in allen Bereichen. Aber schauen wir, was wir für den Steinbock am heutigen Donnerstag haben. Der Fokus, da haben wir den Page der Stäbe, da haben wir die 6 der Münzen, auch Ausgewogenheit, Fairness. Und wir haben die 2 der Kelche. Das sind persönliche Gespräche. Das bedeutet, man kann Ausgewogenheit herstellen durch diese 2 der Kelche. Es kann privat sein, es kann beruflich sein, es kann alles sein. Der Fokus liegt eben auf der Gleichberechtigung, Fairness, fair miteinander umgehen, das auch erwarten. 2 der Kelche setzt ja auch immer voraus, dass dein Kelch, dein Ast der Kelche befüllt ist, dass du dich darum kümmerst, dass du liebevoll mit dir selber umgehst, dir auch Dinge verzeihst, dass du mit dir eben auch gedanklich positiv sprichst und dann entsprechend auch auf deine Gesprächspartner, egal in welchem Bereich, zugehst. Wir haben auch hier die Wassermann-Karte der Heilung. Das ist nämlich, Wassermann befindet sich ja auch nein, Mars befindet sich im Wassermann. So rum, deswegen war ich jetzt irritiert. Mars befindet sich im Wassermann, das sorgt für Heilung. Die Kraft, die Stärke, die Energie geht auf Positives. Und Jupiter und Neptun sorgen dafür, dass Dinge, die zusammengehören, auch zusammenkommen. Ja, da sollte man natürlich nicht idealisieren, aber du als Erdenergie wirst nicht idealisieren. Bei dir führt es dazu, dass du sensitiver und gefühlvoller auf andere zugehst und damit eben auch den Nerv treffen kannst. Du spürst das auch. Du hast einfach, ich sag mal, mehr den Durchblick, auch was den Gefühlsbereich betrifft, und kannst das gut rüberbringen. Und das kann dir sehr zugutekommen. Also nutze das, fühle es, lass dich darauf ein. Es lohnt sich. Und bis zum 17. ist diese schöne Energie für dich auch vorhanden mit Neptun und Jupiter. Hab einen schönen Tag und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, dem 7. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Mond in den ja, vielseitigen Zwillingen. Das unterstütze ich als Luftzeichen natürlich auch. Das wechselt aber gegen 5:30 in den gefühlvollen familiären Krebs. Da wird es ruhiger, da wird es inniger, vielleicht Zweisamkeit. Wir haben zudem Mars in deinem Zeichen positiv. Wir haben Merkur im Zusammenhang mit Saturn positiv in Bezug auf cleveres Rüberbringen von Daten oder auch Verhandlungen, ja, und auch konzentriertes Arbeiten.
Dann haben wir ab heute bis zum 17. April natürlich auch die Energie von Jupiter und Neptun. Jupiter und Neptun sind expansiv, sind fantasievoll, aber man muss sich vor Täuschungen in Acht nehmen. Man kann eben mit Neptun auch Fantasien versuchen zu realisieren, die gar nicht in der Realität irgendwie stattfinden können. Da musst du ein bisschen aufpassen, mein lieber Wassermann. Aber du hast auch natürlich positive Energien dadurch. Das geht bis zum 17. und da muss man eben ein bisschen, naja, ich sag mal, alles auf Realitätsnähe prüfen. Was haben wir jetzt an diesem Donnerstag für den Wassermann? Hoch die Tassen, drei der Kelche, Geselligkeit, Zusammensein, Gesellschaft an sich, Gespräche, Klarheit, Informationen sammeln und fünf der Schwerter. Da kann man natürlich auch ganz schnell irgendwo, ich sag jetzt mal, übers Ziel hinausschießen und so heftig reagieren zum Beispiel. Ja, ja, vielleicht sind die Informationen, die da zum Beispiel irgendwo dir nahegebracht werden, gar nicht echt oder du solltest sie, bevor du dann, ich sag jetzt mal, Stellung beziehst oder die Konfrontation suchst, erstmal auf Wahrheit prüfen. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man zu schnell irgendwas als bare Münze hinnimmt und vielleicht sich aufregt und nachher feststellt, ich habe mich ins Fettnäpfchen gesetzt. Also bitte lass dich nicht irritieren durch irgendwelche Informationen, prüfe sie auf Wahrheitsgehalt. Wir haben den Turm. Und das kann natürlich bedeuten, dass du Platz schaffst für Neues oder dass du eben Platz schaffst für die Informationen, die dir noch nicht zugänglich sind oder die du noch nicht hast. Also es geht eben darum, nicht zu heftig, zu schnell, zu arg zu reagieren oder zu verbal, ich sag jetzt mal, zuzulangen, ja? Ich denke, es geht auch in diesem Gefühlsbereich darum, nicht zu schnell, zu hastig zu agieren, ja? Auch auf, ich sag jetzt mal, Ansprachen von anderen. Erstmal gucken, was ist dran. Ja? Und das hat eben mit Gesellschaft, dem Umfeld, dem größeren Umfeld zu tun. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Donnerstag, 7. April 2022, und ich bin sehr gespannt auf deine Legung. Also ich werde dir auch erklären, warum. Wir haben die Sonne im feurigen Widder, Feuerenergie, Temperament. Wir haben den Mond im kommunikativen und manchmal auch ein bisschen viel, zu vielseitig unterwegs gehenden Zwilling, aber das wechselt gegen 5:30, da wechselt der Mond in den gefühlvollen familiären Krebs. Das tut dir als Fisch natürlich auch gut. Zudem haben wir Energien zwischen Mars, also mit Mars, der unterstützt, dass man eben Dinge gut vortragen kann. Wir haben auch Merkur und Saturn. Merkur ist auch in deinem Zeichen, wo man eben, ich sag jetzt mal, die Dinge auf den Punkt bringen kann und dann ja auch konzentriert arbeiten kann. Jetzt haben wir ja auch Merkur, wie gesagt, in den Fischen. Wir haben Jupiter und Neptun ab heute bis zum 17. in Konjunktion. Das bedeutet, dass man sehr gefühlvoll ist und alle beide stehen in den Fischen. Okay, da kann eine Menge los sein. Liebe Fische, das kann einen Vollrausch in Sachen Gefühlen bedeuten. Das Wichtigste daran, natürlich genießen, aber auch die Bodenhaftung nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Ich gönne dir das von Herzen, aber wenn man sich irgendwo, ich sag mal, hineinsteigert und dann, ich sag jetzt mal, mit der Realität konfrontiert wird, schauen wir mal, was haben wir heute für die Fische? Langsam machen, genau das. Nichts übereilen. Erstmal gucken. Da haben wir die Heilung. Das ist die Wassermann-Energie. Der Mars ist nämlich im Wassermann. Wir haben die fünf der Schwerter. Es geht um Heilung von Dingen, die dir zugesetzt haben, die dich geärgert haben oder wo du nicht einverstanden warst. Und wir haben den Neuanfang. Okay, das ist eine tolle Energie, neu zu beginnen. Aber wie gesagt, liebe Fische, bleib bitte auf dem Teppich und versuch Dinge natürlich zu heilen, diesen Gefühlsüberschwang, ich sage jetzt mal, gut wegzustecken, ja, dass man nicht wirklich abhebt. Es sei euch von Herzen gegönnt, dass ihr da vorankommt, dass ihr euch gut fühlt und so weiter. Ich finde nur wichtig, dass man sich halt nichts vormacht und mit diesen tollen Gefühlen eben etwas in der Realität erreichen kann, auch wenn natürlich deine Gefühlswelten fernab der Realität zu Hause sind. Du empfindest sehr viel stärker als die meisten Menschen. Deswegen musst du dich auch ab und an mal abgrenzen. Du hast Fantasien und man sucht nach den Dingen, die man sich vorstellt, mit idealistischen Gedanken
Und das ist ja auch schön, aber man muss sich leider viel zu oft der Realität stellen. Und deswegen, Heilung ist wunderbar. Erstmal heilen. Und wenn du das Gefühl hast, du könntest jetzt durch den Überschwang der Gefühle in dieser Zeit bis zum 17. April die Bodenhaftung verlieren, dann halte dich am Arm eines lieben Freundes oder einer lieben Freundin fest. Das wäre so mein Ratschlag. Aber das ist eine schöne Energie, langsam die Heilung einläuten, dass ein paar Dinge gerade gerückt werden, geklärt werden, besprochen werden und wie man weiter vorgehen sollte. Ich denke, diese Expansion, dieses Vorankommen beflügelt dich auch und bringt dir den ein oder anderen Erfolg. Ja, dann bin ich gespannt, wünsche dir natürlich einen schönen Start in diese Zeit und sag bis morgen.